Freunde, wir müssen reden. Das heute wird ein etwas anderes Video, als ihr es gewohnt seid. Ein kleiner Real Talk. Das ist jetzt Real Talk hier vom DX Racer. Ihr wisst ja, ich lieb's mit euch zu quatschen. Manchmal verquatsche ich mich auch ein bisschen. Und ich möchte alles Mögliche mit euch teilen. Und deswegen teile ich jetzt meine Gefühle und Gedanken mit euch. Ich liebe es, Videos für euch zu machen. Gerade True Crime hat's mir angetan. Und mich wöchentlich mit neuen Fällen zu beschäftigen und mit euch dann in den Kommentaren zu diskutieren, Das ist es einfach für mich. Das macht mir so viel Spaß und das hat mich jetzt schon die ganzen letzten Jahre begleitet und dafür bin ich sehr dankbar. Und wo wir schon dabei sind, ganz, ganz großer Knutscher geht an euch, an meine geliebte Community. Ihr seid so unfassbar respektvoll und liebevoll untereinander, mit mir, gegenseitig. Es ist der Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr froh, euch als meine Community bezeichnen zu dürfen. Ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich auch raus an mein Team. Ohne diese unfassbar tollen Menschen würden diese Videos gar nicht so zustande kommen. Danke fürs Mitrecherchieren, fürs Mitdenken und fürs Schneiden. Dieses Projekt ist wirklich zu meiner Leidenschaft geworden und ich freue mich ehrlich auf jeden neuen Arbeitstag. Aber bei den ganzen Fällen kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Ich merke, dass ich Lust auf etwas Neues und auf Abwechslung habe. Ihr habt diesen Kanal hier allerdings für spannende True Crimes abonniert und keine Sorge, die werdet ihr auch weiterhin bekommen. Und zwar brav jede Woche, so wie ihr es gewohnt seid. Aber ich habe noch mehr Hobbys als nur True Crime. Das wissen diejenigen von euch, die mir auf Insta folgen, schon ganz genau. Und diesen Hobbys möchte ich jetzt ein bisschen Zeit widmen. Und dafür wird es einen zweiten Kanal geben. Auf diesem Kanal wird es neuen und ganz anderen Content für euch geben. Essen mache ich, wenn ich einen schlechten Tag hatte und es schnell gehen soll. An diesem Montagmorgen klarzukommen, brauche ich erstmal gute Musik und diesen Green Juice. Ihr wisst, ich liebe einfache Rezepte, die trotzdem schmecken. Und das hier ist genauso eins. Wir sind jetzt schon fertig und wir machen jetzt den Taste-Test. Klatscht mich nicht, ich kann nicht mit Essstäbchen essen. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin so gespannt auf dieses neue Kapitel. Ich freue mich so sehr, neue Ideen zu entwickeln und neue Projekte ins Leben zu rufen. Und das alles möchte ich natürlich mit euch an meiner Seite machen. Also haut mir eure Ideen, eure Wünsche, alles, was euch gerade durch den Kopf geht, gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen was richtig Geiles da auf die Beine stellen werden. Ich freue mich so sehr, euch auch beim neuen Kanal begrüßen zu dürfen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaltet die Glocke ein, um keine Updates zu verpassen. Und wir sehen uns, entweder hier oder auf dem neuen Kanal. Ich freue mich so oder so, von euch zu hören, von euch zu lesen. Und bis dahin, bleibt gesund und munter, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!